Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem eigentlich ja weiteren neuen Spiel auf meinem Kanal. Und zwar ist es immer noch Witcher 3, aber nachdem wir die Erweiterung des Expansion Pack Hearts of Stone durchgespielt haben, es war wunderschön, für alle, die es nicht gesehen haben, guckt es euch an, haben wir jetzt die zweite und leider auch letzte Erweiterung, und zwar Blood and Wine. Glücklicherweise soll sie aber 40 Stunden gehen, Hearts of Stone sollte 10 Stunden gehen. Wir haben über 20 gebraucht, ich habe nochmal nachgeschaut, wir haben reichliche 20 Stunden gebraucht. Ich dachte, es wären weniger als 20, aber es waren reichliche 20 Stunden. Also haben wir da schon doppelt so lange gebraucht. Wenn hier also 40 Stunden angesetzt sind, dann rechne ich mit mindestens 100 Stunden. Wir werden also sehr lange Spaß haben. Aber leider war es dann mit Witcher, wenn wir das hier durch haben. Was steht hier? Vielen Dank, dass du die Erweiterung Blood and Wine gekauft hast. Es gibt drei Möglichkeiten, diese zu spielen. Option am Anfang starten. Die erste Quest von Blood and Wine wird automatisch deinem Tagebuch hinzugefügt, sobald du die Quest Poet in Nöten abgeschlossen hast. Beginne diese Quest, wenn dein Charakter bereits über ausreichende Erfahrung verfügt. Laden eines gespeicherten Spielstands. Die erste Quest von Blood and Wine wird automatisch deinem Tagebuch hinzugefügt, sobald du die Quest lalala. Auswahl der Option nur Blood and Wine. Ah, okay. Ja, wir machen es. Wie sich auch jedes Mal... Hallo, wer ist denn das hier im Hintergrund? Ist es Triss gewesen? Keine Ahnung. Wie sich auch jedes Mal das Bild ändert, ist geil. Und wir spielen logischerweise einfach weiter bei unserem letzten Spielstand. Das haben wir ja auch schon bei Hearts of Stone so gemacht. Das heißt, wir haben einfach mit Geralt in der Welt weitergespielt, die wir zum Teil miterschaffen haben, die wir geformt haben durch unsere Entscheidungen in Witcher 3, dem Hauptspiel. Das haben wir dann, wie gesagt, in Hearts of Stone fortgesetzt. Für alle, die es nicht gesehen haben, bevor ich nicht ausgehe, ich habe es so gespielt, dass in Anführungsstrichen leider das Temerische Reich gewonnen hat, beziehungsweise Foltest und eben nicht das Kaiserreich. Davon muss man aber, ich muss aber zugeben, davon hat man eigentlich nicht so viel gemerkt in Hearts of Stone. Ich schätze mal, wenn das Kaiserreich gewonnen hätte, wären halt andere Wachen rumgelaufen. Aber im Großen und Ganzen war das jetzt nicht wirklich krass zu merken, dass es anders war. Also, ja, ich weiß nicht, wie es für diejenigen war, die eben das Kaiserreich haben gewinnen lassen. Das könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich schätze, das ist dann nicht sehr viel anders gewesen. Nur halt vielleicht mit anderen Wachen und so. Also, dass die andere Sachen anhaben, halt die Sachen vom Kaiserreich. So, jetzt schauen wir mal. Blood and Wine! Willkommen bei der Erweiterung Blood and Wine. Deine bisherige verfolgte Quest wurde gegen die erste Quest von Blood and Wine ausgetauscht. Wir empfehlen grundsätzlich die Erweiterung erst mit einem Charakter ab Stufe 34 zu spielen. Haben wir. Ich hoffe, dass der Schwierigkeitsgrad genauso geil ist wie bei Hearts of Stone. Wir hatten viele schwierige Kämpfe, viele schwierige Bossfights. Und ich hoffe, dass es jetzt hier genauso ist in dieser Erweiterung. Gesandte und Männer des Weins. Also ich habe ja irgendwie gehört, dass man, glaube ich, sein eigenes Anwesen bekommt, das man verschönern kann. Das wäre natürlich sehr geil, da würde ich mich freuen. Bin gespannt, ob das wirklich so ist. Oh, was ist denn jetzt los? Sie an dem Anschlagrahmen wählen nach einem neuen Auftrag. Ach so, das sind die ganzen Anschlagbretter, ne? Ist da jetzt überall was Neues dabei? Oder ist das das gleiche Quest, das einfach überall angemacht wurde? Weiß ich gerade nicht. Ist auch egal, wir werden es rausfinden. Wir fangen erstmal... Ach, ist ein... Hier ist auch noch eins bei den sieben Katzen. Wir fangen erstmal an und gehen zu einem Schnellreisepunkt. Ich bin ganz aufgeregt und gespannt. Wahrscheinlich, wenn das hier mit um Wein geht, vielleicht, also es soll ja auch ein neues Gebiet, eine neue Karte geben, soweit ich weiß. Vielleicht bekommt man dann so ein Weingut halt. Vielleicht bekommt man ein Weingut, das man dann aufbauen kann, verbessern kann. Das würde ja Sinn machen. Und was es für Verstrickungen noch geben wird in der Story, ich habe keine Ahnung, ich bin gespannt, ich habe Bock. Also Heart of Stone war grandios, war eigentlich genauso geil wie das Hauptspiel. Von der Story her war es eigentlich fast noch besser, weil ich halt auch den Hauptgegner Gaunt und Demon sehr mochte. So, ich habe keinen Plan, wo wir jetzt zuerst hingehen sollten. Ich nehme das, was am nächsten dran ist. Das ist hier, sieben Katzen. Das ist hier an dem Einschlag. Ich weiß nicht, also ich bin gespannt, ob jetzt überall ein neuer Auftrag ist oder halt einfach nur, dass der eine neue Auftrag überall dran steht. Das glaube ich mal. Ich glaube nicht, dass jetzt da überall ein neuer Auftrag dran ist. Aber wir werden es sehen. Mal schauen. Uiuiui, es wird cool. Der Fluss spuckt jeden Tag niemanden aus. Flüchtlinge, die der Hölle entronnen sind. Küchenhilfe gesucht. Gesucht! Erfahrene Küchenhilfe, die sich in der Küche richtig gut auskennt und sich von gelegentlichen Pfeifkonzerten des niederen Packs nicht allzu sehr betrüben lässt. Großzügige Bezahlung.
Vermisster Brief. In diesem Etablissement verlor ich einen privaten Brief. Cremefarbenes Pergament mit dem Siegel meiner Frau. Er enthielt vortrefflich formulierte Versicherungen ihrer wahren Liebe und war mir ein Andenken von höchstem Wert. Ich durchsuchte jeden Winkel des Die Sieben Katzen und fand den fraglichen Brief schließlich in der Latrine, zerknüllt und unaussprechlich besudelt. All den Haderlumpen, der dies getan hat. Ich verfluche dich und die Deinen bis in alle Ewigkeit. Ach, toll. Hochzeitskapelle. Fräulein Tochter wird verheiratet. Herr Sohn hat endlich eine Braut gefunden. Ihr selbst wollt ein zweites Mal wagen. Denkt daran, eine Hochzeit ist nichts und eine gute Kapelle. Und es gibt in der ganzen Stadt keine bessere Kapelle als Mario Musiker und die fidelen Fiedler. Zum Repertoire gehören unsterbliche Weisen wie Danny Boy oder Duny Boy. Hier kommt die Braut und natürlich der allgemeine Favorit Auld Lang Belladine. Zögert nicht und bucht noch heute euren großen Tag. Mario Musiker. Bekanntmachung. Hier werden keine hochprozentigen Getränke an Personen unter 18 Jahren verkauft, sofern die Eltern nicht dabei sind. Oder wird das hier der neue Auftrag sein? Tagesgericht. Besonderes Angebot zum Wochenende. Nur im Die Sieben Katzen. Fleischscheibe, Jägertopf und gewürztes Schweinefleisch zum halben Preis. Addendum. Irgendein Nörgler mit schwachem Magen hat uns bei der Tempelwache angeschwärzt, wir hätten ihn vergiftet. Daher ist das Sonderangebot storniert. Freu dich, schön verfluchter Denunziant. Geh in die Passiflora und genieß dein Nachtigallen. Zungenpaté. Aufruf an Geralt, an Ritter Geralt von Riva mit der Brücke im Wappen. What? Aufruf an Ritter Geralt von Riva mit der Brücke im Wappen? Ich bin doch gar kein Ritter und habe auch keine Brücke im Wappen, oder? Geralt von Riva, im Namen unseres gnädigen Souveräns, ihrer allergnädigsten Herrin Anna Henrietta, reisten wir in die nördlichen Königreiche, um dir von unserer Mission zu berichten. Ein schreckliches Monster sucht das Herzogtum Tossant. Ach, da kommt auch der Wein her, oder? Eine Beste, die sich abscheulichster Verbrechen an den Untertanen der Herrin schuldig gemacht hat. Nur der größte aller Hexer ist in der Lage, dieser Beste die Stirn zu bieten. Daher möchten wir dich bitten, dich in dem Dörfchen Hohlweg einzufinden, wo wir voller Hoffnung darauf warten, dass du unser Flehen hörst und unsere Heimat aus den Fängen der Furcht befreist. Deine bescheidenen Diener, Palmerin de Launfall und Milton de Perac-Peran. Geralt von Riva, ja. Sand und Männer des Weins. So, ich gehe jetzt mal davon aus, es ist nämlich überall weg, oder? Genau, die haben das nämlich einfach nur überall rangeheftet, weil die cool sind. Siedlung der Steinschneider. Triff dich in Hohlweg mit den Rittern des... Aha. Ich bin gespannt. Neues Gebiet! Ach, mein Herz, ich komme gar nicht drauf klar. Ich bin noch aufgeregter als bei Hearts of Stone, weil ich halt weiß, dass es jetzt mehr so eine Art, wie so eine Art Hauptspiel nochmal ist. Das wird geil, das wird wild, das wird cool. Come on. Ich weiß gar nicht, worauf ich mich freue. Ich habe ja noch gar nicht. Also es gibt ja überhaupt, also einfach nur auf das Neue halt. Es gibt ja nichts Spezielles, worauf ich mich freue. Ach, und gleichzeitig muss ich dran denken, dass es dann vorbei ist, wenn ich es durch habe. Ich habe Angst. Wir brauchen keine Hilfe. Ihr habt genug des Bündels, Edward. Genug der Schänder. Fürchtet euch nicht. Wir brauchen eure Hilfe nicht. Keine Sorge, guter Mann. Wir sind rasch fertig. Dann sitzen die Herumtreiber hinter Schloss und Riegel. Milton! Geralt! In Person. Sei gegrüßt, Hexer. Gehen wir hinein und heißen dich als alten Freund willkommen. Und du, keine Sorge. Wir machen der Gesetzlosigkeit ein Ende. Bald. Krasse Rüstungen. Hab eure Mitteilung am Anschlagbrett gefunden. Siehst du, Palmerin, ich habe es dir ja gesagt. Der Greif bei Weißgarten. Wir müssen nur den Spuren seines Schlechters folgen, dann stoßen wir früher oder später auf Geralt. Milton de Peyrac-Peyron und Palmerin de Longfort. Schön, euch zu sehen. Ist lange her. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Verzeih die bescheidene Stube. Als wir schworen, das Dorf unter unseren Schutz zu stellen, hat uns der Dorfälteste diese Hütte überlassen. Er behauptet, es sei die beste im Dorf. Gibt es irgendwelchen Ärger? Nun, nach dem Abzug der redanischen Garnison geht es in dieser Gegend drunter und drüber. Die Tyrannei der Banditen ist besonders garstig. Diese Plünderer werden sich bald ins Dorf begeben, um Tribut zu fordern. Milton und ich werden ihnen das austreiben.
Wir haben geschworen, gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen, wo immer wir auf sie stoßen. Die Angelegenheit betrifft dich natürlich nicht. Aber bitte sei so gut und warte auf uns. Wenn wir mit den Tonichtguten fertig sind, haben wir dir ein offizielles Ersuchen zu unterbreiten. Lasst mich euch bei den Banditen helfen, ja logisch. Ihr wollt also auf die Banditen warten und gegen sie kämpfen? Palmarin möchte zunächst an ihren Anstand appellieren. Ich fürchte freilich, es wird vergebens sein. Ja, und ob. Wir müssen ihnen die Möglichkeit der Umkehr bieten. Schon manche abgebrühte Gesetzlose hat nach einem Tadel auf den rechten Weg zurückgefunden. Nicht in dieser Gegend. Bestimmt nicht. Wenn sie unbelehrbar sind, so werden wir zumindest wissen, dass wir alles getan haben, um ein Blutvergießen zu vermeiden. Gut, ich helfe natürlich, wenn Palmarins Einlassungen auf taube Ohren stoßen. Trefflich, dann brauchen jetzt nur noch die Banditen zu erscheinen. Sie kommen! Hört ihr? Die Banditen sind da. Gehen wir sie begrüßen. Oh, der hat ein Zweihandschwert gehabt. Herhören, ihr garstigen Übeltäter! Der meint uns! Ich, Palmarin de L'Enfant, fordere euch auf zu bereuen. Schaut in eure Herzen, seht ihr nicht, wie schwarz sie sind? Was für ein Kasperle-Theater! Es ist ehrlos, gewöhnliche Leute zu berauben, ihre Vorratskammern zu plündern. Lasst ab vom Pfad der Schande und wir verschonen euch. Ein toller Witz. Wir brechen zusammen. Jetzt verpisst euch, bevor wir die Geduld verlieren. Und ihr was anderes. Warte mal, Zork. Die Typen sind doch urig. Vielleicht haben sie irgendwelche Tricks drauf. Schausteller, könnt ihr mit Bällen jonglieren? Oder kennt ihr das, wenn einer furzt? Und der andere den Furz abfackelt. Was ich nicht verstehe ist, die haben mega krasse Rüstungen an. Die haben fette Schwerter dran, wie gesagt, Zweihandschwerter. Die sehen einfach mal super gefährlich aus. Von mir aus hängt hier noch ein Wappen, aber okay. Niemand ist doch in so einer Zeit so blöd und erkennt nicht, dass das mega krasse Ritter sind. Wenn wir ganz ehrlich sind, die werden wahrscheinlich mit ihren pummeligen Waffen nicht mal durch ihre Rüstungen durchkommen. Ich weiß nicht, ob sie Geralt im Hintergrund sehen. Wie gesagt, mittlerweile müsste der eigentlich auch bekannt sein. Und mittlerweile müssten eigentlich fast alle Banditen etc. Angst vor denen haben, weil die wissen, dass Geralt alles niedermetzelt. Aber das ist nicht so wichtig. Die sehen diese fetten Ritter und jeder weiß auch, dass die mega drauf haben werden. Solche Rüstungen kosten ja Schweinegeld. Die hast du nicht einfach so, weil du ein Hochstapler bist und damit Leute reinlegen willst. Also, finde ich ein bisschen merkwürdig, dass die halt so blöd sind, also dass sie das so programmiert haben oder dass sie die Geschichte so erzählen, dass die so blöd sind und da keinen Respekt vor denen haben. Also, das verstehe ich nicht. Ich rate euch, hört auf, Palmarin. Das wird wohl nichts. Offenbar sind sie nicht zur Umkehr bereit. Du hast es versucht, mein Freund. Das sind ja auch nicht viele. Genug geredet. Ich fordere euch alle zum Kampfe. Bei meiner Ehre. Für Toussaint! Für Beauclair, beim Raya. Verteidigt euch, Rattenbrut. Beauclair und Toussaint. Keine Angst! Tanzen. Zork, das ist wohl der Anführer. Okay, es sind doch einige, also mehr als gedacht, aber logischerweise reichen die nicht. Ach so, Moment, ich muss mal gucken, wo ich diesen kraftvollen Angriff machen kann. Mein Schwert leuchtet ja nicht umsonst rot. So. Schneller Angriff. Ja, ich habe nämlich starken Angriff nicht gebindet. Ich wusste es. Oh, was mache ich denn da jetzt? Rechte Maustaste ist Hexersinne. Kann ich das einfach auf... Ach nee, rechts ist ja Blocken im...
Kampf. Oh, worauf setze ich denn das? Boah, das ist schwer. Also, in der Aktion ist E, aber vielleicht kann ich auch im Kampf das auf E setzen. Mal gucken, ob das geht. Nee, dann wird in der Aktion mehr genommen. Ich dachte, es geht halt lieber rechter Maustaste. Das sind ja auch zwei Sachen. Oh, jetzt muss ich irgendwas finden, was noch nicht benutzt wird. Das ist ein F. F, F, F. F ist Konsumgut. 2. Kann ich das beiden oder wird es dann weggenommen? Oh, wo bin ich denn? Hier. Nee, fuck. Ja, ich muss irgendwas finden, was nicht belegt ist, wie es aussieht, weil alles es wegnimmt. Aber ich brauche den starken Angriff. Fuck, was war denn da standardmäßig? Ich will es halt jetzt nicht umlegen, weil dann ändert sich ja alles, aber... Kann ich mittlere Maustaste drücken? Ach nee, Moment mal. Mittlere, also mittlere Maustaste ist doch... Schnellzugriff, Gegenstand benutzen, ja. Oh, fuck! Es ist ein Alt. Alt ist Ausweichen. Aber Alt nutze ich doch... Also Ausweichen nutze ich doch nie, oder? Dann nehme ich doch die Leertaste. Ja, ich nehme mal Alt. Habe ich noch nie benutzt. Ich nehme mal Alt. Okay, vielleicht sterbe ich aber auch einfach vorher. Woher weiß ich denn, ab wann ich das machen kann? Also. Also, der Kampf ist jetzt vor allem so schlecht, weil ich. Von mir jetzt. Weil ich halt vor allem hier versuche, irgendwie diesen schweren Angriff mit einzusetzen. Ich wollte eigentlich erstechen, aber hat irgendwie nicht geklappt. So, jetzt leuchtet. Jetzt müsste es ja gehen. Ah, krass. Damit haben wir einfach mal das Schild kaputt gemacht. Ich finde auch der Führerschwert geil. Also ich wäre auf jeden Fall erstmal krass, wie viel Blut da kam. Oh, fuck. Scheiße. Oh, ich bin so blöd. Ich bin echt gestorben. Aber wie gesagt, es lag halt einfach daran, dass ich versucht habe, jetzt irgendwie mich reinzufitzen mit dem schweren Angriff, den ich sonst nie genutzt habe, auf einer Taste Alt, die überhaupt nicht... ins natürliche Bedienungsbild reinpasst in so einem Kampf. Also da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, aber es wäre halt einfach schade, diesen Sondereffekt, dass halt der Angriff besonders stark ist, wenn ich dann aufgeladenen Angriff mache, den schweren aufgeladenen Angriff, sobald das Schwert rot leuchtet. Es wäre halt schade, das nicht zu nutzen. Eigentlich muss ich ja versuchen, mit dem Schwert immer mit voller Energie zu kämpfen, weil ich dann ja bis zu 50% mehr Schaden mache. Aber... Ich habe mir schon gedacht, dass dieser Effekt halt wahrscheinlich relativ selten zum Tragen kommt, aber ich lasse es auf dem Schwert. Wir werden auch irgendwann wieder ein anderes Stahlschwert haben und dann nutze ich dann einfach wieder die Runen, um halt, weiß ich nicht, einzufrieren, um... Und dann einfach die Runen zu nutzen, bluten etc. des Banditenführer. Das scheint mir sinnvoller als zu versuchen mit voller Energie zu kämpfen, das klappt einfach zu selten.
Oh, warte, wir kümmern uns erstmal um diese scheiß Armbrust hier. Hä? Diese schweren Angriffe gerade gegen mehrere Gegner ist halt schwierig, weil man halt logischerweise länger braucht, um... die zu platzieren. Ich denke gerade immer noch zu sehr an diesen schweren Angriff, wenn ich ehrlich bin. Dadurch habe ich keinen natürlichen Kampfstil drauf. Zurück, damit haben wir einen Anführer. Es ist schön, wie das gerade funktioniert. Es hat einiges gekostet. Haben auch fast keine... Energie mehr. Haben nichts mehr zum Heilen. Das haut ihr auch direkt mal um, diese schweren Angriffe. Sehr geil. So. So, hören wir mal schön auf rumzunerven. Aber war trotzdem ein schöner Kampf. Ich denke, er wäre noch einfacher gewesen, wenn ich, wie gesagt, das mit dem schweren Angriff nicht gemacht hätte. Aber hat mir gefallen. Warum kommen Sie nicht heraus? Wir haben Sie doch vom Joch der Unterdrückung durch die Banditen befreit. Ich habe euch gewarnt. Sie fürchten euch jetzt so sehr wie zuvor die Banditen. Keine Fanfaren, keine Blumen. Dies ist nicht Hussein. Puh. Es stimmt wohl, was die Leute sagen. Im Norden kräht kein Hahn nach edlen Taten. Wird Zeit, dass wir nach Hause kommen. Das werden wir, mein Freund. Komm, Geralt. Es ist Zeit, dass wir unsere Botschaft überbringen. Also wenn ich Leute befreie, dann danken die mir meistens. Keine Ahnung, was hier los ist. Also raus damit. Was bringt euch den weiten Weg her? Wir müssen die Botschaft der gnädigen Herzogin vollständig und traditionell überbringen. Denn Tradition... ist in Toussaint heilig. Schon gut. Ehrenwerter Geralt, Schlechter von Monstern und allem Übel, das sich schadlos an den Schutzlosen dieser Welt hält. Du, der du im Rufe stehst, den Unschuldigen und Witwen und Waisen deine Hilfe zu gewähren, wirst hiermit gebeten, einen herzoglichen Auftrag zu erfüllen. Befreie uns vom Biest, das das Blut durch die Gassen fließen lässt und jedermann gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt. Eile uns zu Hilfe, Hexer. Um dieses ersucht dich demütig die allergnädigste Beschützerin der leidenden Stadt, Herzogin Anna Henrietta. Wirst du ihre Bitte erhören? Nein. Natürlich, aber wir machen ja trotzdem erstmal einen Cut. Was ist eigentlich mit Geralts Stimme los? Die Stimmen der anderen klingen ganz normal, klar, und Geralt klingt so leicht erkältet oder so dumpf halt. Ganz merkwürdig. Ich hoffe, das ist nur am Anfang. Und ist jetzt nicht durchs ganze Spiel. Vielleicht war er ja wirklich in der Zeit, wo er das aufgenommen hat, einfach erkältet, der Sprecher von Geralt. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe mega Bock auf die nächsten Folgen und ihr auch. Also dann, bis morgen. Tschüss.